So, konfrontiere Macrano. Mir kribbelt's überall, Leute. Wir machen keine lange Rede, wir machen sofort los. Gefallen, warum habe ich jetzt einen Gefallen bekommen? Aber sehr, sehr geil sieht das hier oben aus. Okay. Ihre Aussicht, nicht? Als ich in diese Stadt gekommen bin, war sie das hinterletzte Drecksnest. Jetzt sieh sie da an. Zeig mir deine Hände. Das, was zwischen uns war, ist vorbei, verstehst du? Es war vorbei, als du hier raufgekommen bist und nicht mein Sohn. Willst du einen Drink? Okay. Den habe ich importiert, aus Schottland. Single Malt. Eigentlich trinke ich Bourbon, aber ich dachte mir, für die Casino-Eröffnung besorge ich mal was mit etwas mehr Klasse. Aber mit dem Casino wird's ja wohl nichts, nicht wahr? Sieht nicht so aus. Setz dich ruhig. Ich lauf schon nicht weg. Hey, nicht übel. Ich trinke lieber Schwarzgebrannten. Ungefähr einen Monat, nachdem mein Bruder Lucio tot war, bekam ich plötzlich Albträume. In einem war ich auf einem Boot. Und eine riesige Welle kam und spülte mich über Bord. Ich fiel ins Wasser und ging unter wie ein verdammter Stein. Und dann gab's noch einen, wo Schlangen mich zu Tode gebissen haben. Aber der schlimmste Albtraum von allem war Georgies Beerdigung. Wie er da lag in diesem lausigen Sarg. Die Kehle durchtrennt wie Lucio. Das war wirklich der Schlimmste. Und das träumte ich alle 3 bis 4 Tage. Ich habe einen, da bin ich in Nam. Ich schlafe in einem Erdloch. Da kommen so düstere Gestalten aus der Dunkelheit. Ich versuche mich zu wehren, aber sie überwältigen mich und fesseln mir die Hände. Dann werde ich geknebelt, damit ich nicht schreien kann. So kann ich die nicht warnen, die neben mir schlafen. Und da liege ich und höre, wie sie alle sterben. Das wird man wohl nicht so schnell los, sowas. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Was du hier siehst, war alles dazu gedacht, dass mein Albtraum nicht wahr wird. Und jetzt sieh mich an. Ich habe viele auf dem Gewissen, mehr als ich zählen kann. Der eine Mensch, den ich nie sterben sehen wollte, war mein Sohn. Und jetzt ist er tot. Ja. Jetzt ist er tot. Mein Sohn ist tot. Und ich trinke Whisky mit seinem Killer. Ich werde mich nicht entschuldigen für das, was ich getan habe. Wenn ich das täte, wär's gelogen. Ich bin nun mal keiner, der groß Scham empfindet für seine Taten. Das war ich noch nie. Ich wollte mir hier keine Entschuldigung abholen. Ja, das weiß ich doch. Scheiße, mir war immer klar, wer du bist. Von der ersten Sekunde an, wo ich dich im Country Club gesehen habe. Wir zwei sind eben nicht wie andere Menschen. Wir beherrschen nur eins.
Nur darin sind wir gut. Ich werde auf dich warten, Lincoln Clay. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Ich weiß. Worauf wartest du noch? Tu's endlich, verflucht! Bring's zu Ende, du elender Feigling! Willst du da nur blöd rumstehen? Wie ist denn das jetzt gemeint? Aua. Okay, gut, dann hauen wir mal schnell ab. Ich habe so ein ganz dumpfes Gefühl, dass jetzt so 3 Millionen Leute kommen und mich erschießen wollen. Weil es war nicht so, doch nicht so die letzten Leute hier, die er hatte. Es kann auch nicht das Ende sein. Du bist Lincoln Clay, oder? Das ist korrekt. Ich hab's ja gleich gesagt, das Casino wird sein Tod sein. War damals nicht wörtlich gemeint. Aber manchmal kommt's eben, wie man sagt. Besonders, wenn man die falschen Leute anpisst. Weißt du, wer ich bin, Junge? Ich denke, Sie sind Leo Galante. Komm, wir gehen ein paar Schritte. Es wird dich kaum überraschen, aber die von der Kommission wollen dich killen. Dich und alle anderen, die mit der Sache hier zu tun hatten. Das war eine Privatsache zwischen mir und Marcano. Ich verstehe das, Junge. Die anderen auch. Aber diese Branche macht dich paranoid. Wer denkt da klar? Die sehen nur, dass Sal ins Gras beißt. Und fragen sich dann sofort, ob sie nicht vielleicht die Nächsten sein werden. Also checken Sie jetzt, ob Sie mich absägen wollen. Nein. Aber ich habe eine Botschaft an dich. Du hast, was du wolltest. Aber jetzt ist Schluss. Endgültig. Ich habe kein Problem mit euch. Sal hat monatlich 20% gezahlt. Und zwar Cash. Es wurde immer vom gleichen Mann gebracht. Seit 20 Jahren. Ich sehe keinen Grund, das jetzt anders zu halten. Du? Nein, Sir. Dafür lassen wir dir freie Hand. Du kannst tun, was du willst. Ob du Heroin dealst oder an jeder Ecke einen Puff hinstellst. Ist mir alles scheißegal. Uns ist nur eines wichtig. Die 20%. Und was ist, wenn ich entscheide, abzuhauen? Woanders neu anzufangen? Dann haben wir uns heute zum letzten Mal gesehen. Ich wünsche dir viel Glück, Junge. Bevor sie dich begraben, triff dich mit Duvan und Vater James. Und dann ist bestimmt auch das Ganze hier vorbei. Ich würde sagen, wir fahren noch schnell zu den... Nee, ich sag's jetzt noch nicht, wie ich das Spiel finde. Ich würde einfach mal sagen,
wir sind gleich wieder bei Gewarnten Vater James. Jetzt wollen wir mal gucken, was wird Vater James sagen. Ist er tot? Ja, er ist tot. Er und Georgie, beide. Die beste Neuigkeit seit Jahren. Da sagen wir doch Amen, Padre. Und was kommt als nächstes? Was heißt hier als nächstes? Es ist vorbei. Aus. Feierabend. Seien Sie still. Lincoln, nur weil Sam Arcano tot ist, ist es noch nicht vorbei. Was du getan hast in diesem Ausmaß, das hat ein Sturm in der Stadt verursacht. Und es wird sehr lange dauern, bis der sich gelegt hat, wenn er das hier tut. Arcano ist tot. New Bordeaux gehört jetzt mir. Ist keiner mehr übrig, der es mir streitig machen könnte. Das kann nicht dein Ernst sein. Es ging nicht darum, Arcano zu ersetzen. Er sollte entfernt werden. Die Stadt hat genug durchgemacht. Sie braucht keinen neuen Sam Arcano. Diese Stadt, wollen Sie mich verarschen? Die ist ein einziger Sündenpfuhl. Hierher kommen die Leute zum Ficken, Saufen und Kiffen. Halten Sie Ihr dreckiges Maul. Aber das ist die Realität, Padre. Wenn sie keinen neuen Sam Arcano kriegt, scheißt sie selbst einen aus. Er hat recht. Bin ich es nicht, ist es jemand anderes. Und wahrscheinlich ist er sehr viel schlimmer drauf. Amen. Lenker. Damals, als du aus dem Krieg zurückkamst, was hast du mir da gesagt? Dass du weg wolltest nach Kalifornien. Alles hinter dir lassen. Und ganz neu anfangen. Ja, aber... Sehr gut. Du kannst immer noch gehen, Lincoln. Es ist nicht zu spät. Geh! Und schau nicht zurück. Hör zu, ich würde liebend gerne bleiben und eure Debatte über die Qualitäten diverser Gangsterbosse lauschen, aber ich habe einen Termin. Nur einen kleinen Tipp noch. Diese Wichser, deine Ex-Partner, kill sie. Und zwar allesamt. Begrab sie, bevor sie dich begraben, Kumpel. Wir sehen uns, Padre. Gott vergib mir, dass ich dir bei all dem beigestanden habe, Linker. Aber wenn du diese Stadt nicht demnächst verlässt, waren wir Freunde. Ist das klar? Pater. Die menschliche Seele kann nur eine gewisse Menge ertragen. Und meine ist dabei zu zerbrechen. Besiege den Thron oder verlasse die Stadt. Und dafür diese fröhliche Musik, also... Verlasse New Dogs, Plantage, fahre zum Plantagenhaus. Also, meine Entscheidung ist jetzt, habe ich das... Ob ich jetzt der Böse bin oder ob ich der Gute bin. Es ist wirklich keine leichte Entscheidung. Gerade als du dachtest, jetzt wäre alles vorbei, wirst du vor deine schwerste Entscheidung gestellt. Ich würde einfach mal sagen... Den besiegen, sondern besteigen. Ich werde den Thron besteigen, ich werde der Böse sein. Es war keine leichte Entscheidung, aber wir werden den Thron besteigen. Der Mafia mithelfen, beziehungsweise die Prozente abgeben und Vater James als Freund verlieren. Wir sind zwar nicht mehr dann so, ja, lieber Gott, verzeih uns, aber... Es ist mir
unternimm mal was gegen die Cops im Ward für mich, bitte. Alles klar. Das ist gerade so. Okay, Auto ging aus. Ja, langsam war. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Es wird bestimmt eben einen Unterschied von dem Ende geben, wenn ich jetzt zu dem Drohnen besteige und Dings mache. Aber guck mal, ich habe hier alle Bezirke gemacht. Ich habe hier mein Leben aufs Spiel gesetzt. Ich bin zwar mehrmals gestorben, aber wieder auferstanden. Dank Gott! Und... ja, deswegen würde ich sagen, ist es doch schon so halb fair, dass ich den Thron besteige. Dann weiß ich nicht, wie weit ich noch zu fahren habe. Die Musik ist irgendwie nicht gerade passend dazu. Natürlich für das Ende schon, aber... also ein bisschen schneiden muss ich doch noch, fällt mir gerade so ein. Das krieg ich hin. Wenn wir überlegen, was wir hier alles gemacht haben im Spiel und so. Mich hätte auch mal interessiert, wenn man am Anfang dort hochgefahren, wo gesperrt war, wäre man dort überhaupt durchgekommen? Oder hätte... stand das Casino schon etwa? Oder... das hätte mich mal interessiert. So. Wie gesagt, als nächstes würde ich dann Yu-Gi-Oh! Noch spielen. Das war was ganz anderes, ein Kartenspiel von einem ehemaligen Spiel, was man damals extrem gezockt hat. Aber wie hättet ihr euch entschieden jetzt? Das hätte mich jetzt mal interessiert. Wie hättet oder wie habt ihr euch entschieden? Und wenn ihr es anders gemacht habt, was kam am Ende raus? Oder wie kamt ihr jetzt die Stadt zu verlassen? Warum habt ihr das gemacht? Eine Entscheidung ist getroffen. Sal und Georgie sind weg. Und nach dieser ganzen Scheiße gehört die Stadt uns. Nach diesem ganzen Scheiß kriege ich es kaum in mein Hirn rein, dass wir es wirklich geschafft haben. Du bist ein Gott, Lincoln. Ist mir eine Ehre. Natürlich herrschen wir gemeinsam. Alleine, nee. Wir sind nicht hier wegen dem, was ich oder was einer von euch getan hat, sondern weil wir eine Einheit sind. Und nur solange wir das auch bleiben, kann uns niemand an den Karren pissen. Allein hätte ich bestimmt noch gehen. Gleich nachdem er Sal Marcano getötet hat, übernahm er die Kontrolle. Aber die Stadt reichte Lincoln nicht. Er expandierte im ganzen Süden nach Florida, North Carolina und South Carolina. Unfassbar viel Geld kam da rein und er ist klug damit umgegangen. Er hat es verteilt, hat die richtigen Leute geschmiert, regelmäßig. Die Stadt und ihr Lieblingssohn, hm? Ja. Er hat das Hollow wieder aufgebaut. Frisco Fields aufgekauft, den Vergnügungspark wieder eröffnet. So viel Geld und Wohltaten, Lincoln hielt sich für unantastbar. Aber niemand ist unantastbar. Gut, ein paar Schulen und Krankenhäuser sind ihm ewig dankbar. Auch hat er für wohltätige Zwecke gespendet hier und da. Aber nichts spricht ihn los von seinen Verbrechen. Darum war ich für diese Dokumentation. Die Menschen sollen die Wahrheit über Lincoln Clay erfahren. Lincoln hatte seine Finger überall drin. Drogen, Schnaps, Prostitution, was auch immer. Alles, was Geld eingebracht hat, er musste dabei sein. Wenn er in den Morning News war, aufgeplustert wie ein Pfau. Manchmal denke ich mir... oh, Lincoln. Wärst du doch gleich mit Sammy und den anderen gestorben. Wäre eine Lösung gewesen
für alle. Schluss jetzt! Ich will dazu nichts mehr sagen. Kein Wort. Hangar 13 Games. Heilige fucking. Ob das ist das Ende dieser Entscheidung, hätte ich jetzt nicht nochmal gedacht. Vor allem, dass man dann nochmal entscheiden muss, will man alleine oder gemeinsam. Alleine hätte man das bestimmt nicht geschafft. Und man wäre vielleicht aber auch durchgedreht mit, ja, ich bin der Meister über alles. Kann ich mir gut vorstellen. So war es jetzt gewesen, dass Lincoln seine Leute hatte und immer gerecht aufgeteilt hat. Andersherum hätte er vielleicht viel Geld und weiß, was dann passiert wäre. Das am Anfang hätte ich, habe ich gedacht, was ist denn das für ein Spiel? Grafik und sowas ist ja heute nicht mehr das gewöhnt. Story, muss ich sagen, war 1A. Perfekte Story, fesselnd und sonst was alles. Noch besser hätte man das ja nicht machen können. Also auch diese Mischung aus Dokumentationsfilmen, die Verhandlungen und das Spielen war echt gut. 2K, Chesh, war auch dabei gewesen, 2K. Ja, also mein Hut ab vor dem Ganzen. Nochmal spielen würde ich das nicht, weil es war doch ziemlich lang. Man überlege, ich habe glaube ich 70 Parts oder sowas. 70 mal 15 ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Da habe ich schon teilweise was rausgeschnitten. Das Spiel hat sein Geld, hat sich gelohnt, würde ich sagen. Darf ich Sie mal was fragen? Senator! Wo waren Sie, als John F. Kennedy ermordet wurde? Ich weiß es nicht mehr. Zu Hause, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Zu Hause, glaube ich. Wissen Sie, wo ich war? In der verpissten Hütte in Vietnam. Hab gerade eine alte Frau zerstückelt. Scheibchen für Scheibchen. Und raten Sie mal, warum? Weil Ihr Sohn NVA-Offizier war. Sonst hätte er nie das Maul aufgemacht. Was reden Sie denn da? Was hat denn das zu tun mit unserer... Was er uns erzählt hat, hat einem ganzen Zug das Leben gerettet. Das sind 42 Männer. Männer, die einen weiteren Tag überlebt haben, weil ich eine alte Frau zersägt habe. Danke, Mr. Donovan. Ich Sie glaube, bleiben wir... da sitzen und halten Ihre Fresse! Wie eine Bestie habe ich da gewütet. Im Auftrag unserer Regierung. Das verfolgt mich mein ganzes Leben lang. Ich hab's getan, weil ich an unsere Sache geglaubt habe, an das, wofür diese Nation steht. Ich stand in der Hütte, arschtief in der Jauche, um mich herum die Einzelteile der alten Frau. Da sagte mir einer, der Präsident der Vereinigten Staaten ist gerade abgeknallt worden. Da wusste ich sofort, dass ich das nicht so stehen lassen kann. Ich war bereit, alles dafür zu tun, um dieses Scheiß-Attentat zu rächen. Was reden Sie da eigentlich? Ich sage gerade, dass Selma Kano mit der Hilfe von ein paar Verschwörern der Mörder Kennedys ist. Das ist ja wohl das Dümmste, was ich je gehört habe. War ja klar, dass Sie das sagen. Jeder bleibt, wo er ist! Sie sind nicht ganz bei Trost, damit kommen Sie nicht. Ich habe rein gar nichts gegen ehrgeizige Menschen, Senator. Und Sie waren ja besonders ehrgeizig, richtig? Sie haben Rechtswissenschaften studiert, irgendwann waren Sie Staatsanwalt. Und jetzt sitzen Sie sogar im Senat.
Nach Makanos Tod habe ich in seinen Akten geschnüffelt. Mann, war ich überrascht. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie oft ich auf Ihren Namen gestoßen bin. Die Mafia wollte Kennedy tot sehen und Sie waren nur zu gern bereit, dabei zu helfen. Die ganzen Kameras, die Zeugen, ja, damit das kommen weiß Sie ich. Nicht durch. Die sollen ja alles mitzählen, du verdammtes Arschloch. Das hat er nachsehen soll sehen. Das ist erst der Anfang. Denn du bist für mich nur sowas wie ein Startschuss. Und ihr seid die Nächsten. Gentlemen. Schnell, einen Arsch an Senator und die Polizei. Okay, mit diesem Ende habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gerichtet. Ziemlich nice. Ich warte mal ab, vielleicht kommt hier noch irgendwas. Dann war's das doch. Bis zum nächsten Mal bei einem neuen Spiel. Sagt er immer so. Ciao, ciao.